Das Wort hat die Kollegin Wagenknecht für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich denke, nach so viel Selbstbeweihräucherung sollten wir mal wieder auf das Thema zurückkommen. 22,4 Milliarden Euro, etwa so viel, wird die Kreditanstalt für Wiederaufbau nicht etwa zur Förderung des Handwerks, sondern für das bisher beschlossene Griechenland-Paket bereitstellen. Und je mehr Geld die KfW dafür verwenden muss, die Schulden Griechenlands gegenüber den Banken zu bedienen, desto weniger logischerweise hat sie zur Verfügung, um Förderprogramme aufzulegen, die nicht zuletzt dem deutschen Handwerk zugute kämen. Und das, obwohl Sie ganz genau wissen, wie stark der Bedarf in der Richtung wäre. Denn die KfW hat ja bereits vor der Finanzkrise in ihren Mittelstandspanels, vielleicht sollten Sie das auch mal lesen und mal reingucken, sehr, sehr deutlich nachgewiesen, wie sich die Finanzierungsbedingungen gerade kleiner Unternehmen in Deutschland seit Ende der 90er Jahre verschlechtert haben, teilweise dramatisch verschlechtert haben, vor allem für kleine Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten. Die Laufzeiten der Kredite wurden immer kürzer. Und teilweise sind solche kleinen Unternehmen sogar gezwungen, sich über teure Dispo-Kredite zu refinanzieren. Und wenn man diese Situation ins Auge nimmt, ist völlig klar, zum Beispiel gesetzliche Zinsobergrenzen, die Wucherzinsen bei Dispo-Krediten verhindern würden, die würden dem deutschen Handwerk, weiß Gott, mehr helfen als Schönwetterreporte, wie sie hier vorgelegt wurden, mit denen sich die Bundesregierung selber auf die Schultern klopft. Es ist gerade ein Jahr her. Da haben Sie beschlossen, dass die Mittel der KfW für energetische Gebäudesanierung mal eben auf die Hälfte zusammengestrichen werden. Vor ein paar Wochen haben Sie sich das dann wieder anders überlegt. Das ist zwar schön, aber das ist doch keine klare Linie. Das ist doch eine völlig unseriöse Ping-Pong-Politik. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was die 5 Millionen Menschen, die in Deutschland im Handwerk arbeiten, was diese 5 Millionen Menschen tatsächlich brauchen. Sie brauchen verlässliche Rahmenbedingungen und nicht eine Bundesregierung, die mit ihren Interessen Ping-Pong spielt. Oder nehmen Sie die Fiskalpolitik. Erst werden gigantische Schulden aufgehäuft, nicht zuletzt zur Rettung maroder Banken. Und dann geht die Bundesregierung hin und verkündet mal eben Steuersenkungen für das Wahljahr 2013. Das ist doch Harakiri, was Sie hier betreiben. Das kann doch kein Mensch mehr ernst nehmen. Natürlich braucht das deutsche Handwerk tatsächlich gerade im Bereich der niedrigen und mittleren Einkommen Steuersenkungen. Aber das ist doch nur verantwortbar, wenn man gleichzeitig mehr Steuern einnimmt, zum Beispiel bei Banken und Konzernen oder bei Millionären und bei deren Erben. Das wäre ja möglich, das sich dort zurückzuholen, statt alles auf Pump zu machen, so wie Sie das tun. Und es ist doch auch tatsächlich ein Skandal. Es ist tatsächlich ein Skandal, dass in Deutschland Arbeitseinkommen, wenn sie ein bisschen besser laufen, in der Spitze mit bis zu 42% besteuert werden. Aber völlig leistungslose Vermögenseinkommen, Zinsen und Dividenden, die werden gerade mal mit 25% besteuert. Also wer arbeitet, zahlt, wenn er besser verdient, bis zu 42%. Wer nicht arbeitet und von seinem Vermögen lebt, der zahlt nur 25%. Diese irrsinnige Situation wurde eingeführt damals unter Ihrem Finanzminister Peer Steinbrück. Aber auch diese Bundesregierung heute würde überhaupt nie auf die Idee kommen, an dieser Situation irgendetwas zu ändern. Und ich sage Ihnen, solange Sie diese Situation aufrechterhalten, reden Sie doch nicht mehr von Leistung oder davon, dass Leistung sich lohnen muss. Das, was Sie machen, ist eine leistungsfeindliche Politik. Und diese Steuerpolitik hat natürlich auch zur Folge, dass viele Kommunen elementare Aufgaben, die sie eigentlich haben, nicht mehr erfüllen können. Und das ist nicht zuletzt ein Ergebnis dessen ist nicht zuletzt, dass wir in Deutschland eben, das ist ja schon angesprochen worden, eine jämmerliche Investitionsquote bei den öffentlichen Investitionen haben. Das heißt, dass die öffentlichen Investitionen immer weiter zusammengestrichen wurden. Aber öffentliche Investitionen, gerade in Infrastruktur, gerade in Baumaßnahmen und anderes, das sind eben auch Aufträge und Arbeitsplätze für das deutsche Handwerk und für die lokalen Anbieter. Und das würde umso besser sein,
wenn Sie auf Landesebene auch die Vergabegesetze so verändern würden, dass eben kleine lokale Anbieter tatsächlich gegenüber großen Unternehmen, gegenüber internationalen Konzernen bevorzugt würden. Aber das ist ja die nächste große Lüge Ihrer Politik. Sie reden immer von Wettbewerb, Sie reden von Mittelstandsorientierung. Aber tatsächlich machen Sie eine Politik, von der vor allem die Großanbieter, die großen Unternehmen profitieren, die völlig ungestört ihre Marktmacht immer weiter ausbauen können, zulasten der Kunden und zulasten natürlich auch der Zulieferer. Das gilt für Ihre Energiepolitik und das gilt für nahezu alle anderen Bereiche auch. In Ihrer Antwort auf die Große Anfrage von CDU und FDP gibt die Bundesregierung ja selber zu, dass sich die Beschäftigung im Handwerk insgesamt eher ungünstig entwickelt hat. Aber die Begründung, die Sie dafür geben, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie führen das nämlich zurück auf die, ich zitiere, schwache Konsumneigung der privaten Haushalte. Also ich frage Sie wirklich, wo leben Sie eigentlich? Wollen Sie wirklich einen Beschäftigten, der gerade aus seinem regulären Job outgesourced wurde oder der abgedrängt wurde in eine Leiharbeit und nur noch die Hälfte verdient? Wollen Sie dem wirklich vorwerfen, er hätte eine niedrige Konsumneigung? Oder die Millionen Beschäftigten, die für Hungerlöhnen von 5-6 Euro die Stunde malochen müssen, haben die eine niedrige Konsumneigung? Oder die Millionen Rentnerinnen und Rentner in diesem Land, die im Grunde immer wieder sinkende Renten, seit Jahren sinkende Renten haben, haben die eine mangelnde Konsumneigung? Das ist doch absurd, das ist doch ein blanker Hohn, was Sie hier betreiben. Das Problem der Menschen in diesem Land ist wahrlich nicht, dass ihre Konsumneigung zu niedrig ist. Das Problem der Menschen in diesem Land ist, dass sie nicht genug Geld in der Tasche haben, um sich die Dinge zu kaufen, die sie brauchen und die sie sich sehr, sehr gerne leisten würden, wenn sie es könnten. Lohndumping stimuliert vielleicht den Export. Aber wer sich für das Handwerk wirklich einsetzen will, der muss bitte schön auch dafür sorgen, dass das Handwerk zahlungskräftige Kunden hat, und zwar hier im Land. Und deswegen wäre ein Programm zur Stärkung der Kaufkraft durch Mindestlöhne, durch höhere Renten, durch eine Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze auf 500 Euro, das wäre ein Programm, was am Ende auch dem deutschen Handwerk zugute käme. Denn ohne einen starken Binnenmarkt gibt es auch kein starkes Handwerk. Ich danke Ihnen.